Große Zerstörung in der Nähe der südlibanesischen Stadt Sidon. Das israelische Militär hatte zuvor unter anderem hier Luftangriffe geflogen im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz. Helfer suchen in den Trümmern. Wir retten Menschen, ziehen die Lebenden raus, aber auch die Toten. Das machen wir hier. Der Libanon, ein Land im Krieg. In der Nacht erstmals ein Drohnenangriff auf ein Gebäude in einem Viertel der Hauptstadt Beirut, das nicht als Hisbollah-Hochburg gilt. Das Ziel, Mitglieder einer militanten palästinensischen Gruppe. Israels Botschaft offenbar, alle Feinde, egal wer, egal wo, sollen damit rechnen müssen, jederzeit getroffen zu werden. Heute Mittag eine Ansprache des stellvertretenden Hisbollah-Chefs Qassem. Nach dem Tod des Anführers Hassan Nasrallah am Freitag sagt er, die Kämpfer der Miliz seien bereit, sollte sich Israel zu einer Bodenoffensive entschließen. An der Grenze israelische Panzer. Israelische Spezialkräfte sollen Berichten zufolge bereits in den Südlibanon eingedrungen sein. Verteidigungsminister Gallant deutet an, dass da wohl bald noch mehr kommt. Die Eliminierung von Nasrallah war ein wichtiger Schritt, aber nicht alles. Wir werden alle unsere Ressourcen einsetzen. Und wenn irgendjemand auf der anderen Seite nicht versteht, was das bedeutet, alle Ressourcen heißt alle Ressourcen. Auch die humanitäre Lage im Libanon spitzt sich weiter zu. Aus Angst vor einer weiteren Eskalation haben Hunderttausende ihre Heimat verlassen und sind auf der Flucht im eigenen Land.